Willkommen Freunde zurück zu Don't Starve und im Vergleich zu den ersten beiden Videos habe ich jetzt, ich hoffe man sieht es auch wirklich, mal meine Maus sichtbar gemacht, damit ihr so ein bisschen meine Schritte verfolgen könnt. Ja, bewaffnet mit Rucksack und noch ein bisschen was zu essen, eine Hasenfalle und. Ja, was wollte ich denn eigentlich machen? Wir brauchen Steine. Richtig, Steine. Es gibt pro Welt, es sei denn, ich liege da jetzt völlig falsch, mindestens ein Steinbinom. Mau. Hehehe. Das ist dann auch relativ unschwer zu erkennen. Das würde ich mir jetzt dann doch ganz gerne mal schnappen, wenn ich es denn finde. Das Scheißding. Ich verfolge jetzt eine andere Strategie, denn der letzte Part ist mir ein bisschen zu groß geworden, weil ich möchte ungern mitten am Tag unterbrechen. Hier sind viele Büffel, das ist gut. Gut zu wissen, die Ecke muss ich mir merken hier. Gott. Ja, ich komme euch ja schon nicht zu nah, keine Panik. Was wollte ich denn sagen? Ach, keine Ahnung, ich fange zwei Themen an und vergesst danach beide wieder. Auf jeden Fall. Ah, Verzeihung, müssen wir endlich mal Steine finden. Es geht so nicht weiter. Oh. Wenn man vom Teufel spricht. Das ist der Eingang zu den Höhlen. In die Höhlen traue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht noch rein. Vor allem geht es auch ein bisschen auf den Geisteszustand. Aber scheiß drauf, wir können mal kurz reinlunzen. Und gucken, was wir denn da so alles finden. Den Ladebildschirm, werde ich den rausschneiden? Nee, ich glaube nicht. Ach, was soll's. Es müsste eigentlich relativ schnell gehen. Hoffe ich doch. Ja. Problem an den Caves, Spinnen, ist natürlich, man sieht nichts. Das ist natürlich der Shit. Was macht die Gesundheit? Es geht so. Ne, ist natürlich auch eine ganz andere Welt. Ich fühle mich noch absolut nicht bereit hierfür. Von daher gehen wir mal wieder schnell raus. Hauptsache, ich konnte es euch mal kurz zeigen. Nee. Das machen wir noch nicht. So, wo bin ich denn jetzt? Hier, genau. Ja. Ach, bin ich denn blöd? Da liegen doch Steine rum. Was laufe ich denn da dran vorbei? So. Einen haben wir. Kamera können wir logischerweise auch ein bisschen drehen. Hier sind ja noch mehr Steine. Mensch. Das ist super. So, wie sieht es denn so allgemein aus? 152 Energie. Ja, es scheint gut sommerlich zu sein. Ach ja, ich verfolge eine andere Aufnahmestrategie. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin erzählen wollte. Oh, Sumpf. What the fuck ist denn hier los? Wow, langsam. Wow. Monster kämpfen gegen Tentakel. Ah, komm mir nicht zu nah. Wow. Au. Shit, ich habe einen auf die Fresse gekriegt. Au, oh shit. Okay, Sumpfmonster nicht mit anlegen. Wow, ich bin gleich tot. Oh mein Gott, weg hier, raus aus den Sümpfen. Raus aus den fucking Sümpfen. Ich habe noch keine Rüstung. Oh mein Gott. Oh, ach du Scheiße, da wäre ich im dritten Part direkt mal gleich fast verreckt. Aber wir haben Tentacle Spots und einen Fisch. 18 Leben noch, oh Scheiße. Ja, ihr seht's ohne Rüstung. Geht's ziemlich schnell runter. Scheiße. Nicht gerade gelb auf dem Ei. Und zum Glück habe ich einen Rucksack damit, damit ich hier so ein bisschen Zeug sammeln kann. Oh mein Gott. Die Scheißsümpfe. Nee, gleich. Oh, da liegt Rod und eine Kiste. Oh, aber noch eine Tentakel und ich bin tot. Nee, ich riskiere es lieber nicht.
Die Ecke muss ich mir aber merken. Oh, Leute. Brutalst. Hier ist ja alles versumpft. Großen Bogen ums Spinnennest. Und es wird schon wieder dunkel. Es darf nicht wahr sein. Das ist genau wie in Minecraft. Es wird so schnell dunkel. Es ist echt nicht mehr schön. Ah, ein Stein. Oh oh. Ich höre Moskitos. Moskitos gehen sofort auf mich los. Ja, geil! Die kloppen sich. Nee, aber trotzdem, der Moskito muss mich wahrscheinlich nur einmal stechen, dann bin ich auch tot. Das machen wir lieber nicht. Nee, 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 nee. Schade. Okay. Nichtsdestotrotz, es bringt nichts zurückzulaufen. Ich brauche mehr Steine. Ich brauche viel mehr Steine. Was ganz gut ist an den Blumen. Jede Blume regeneriert ein Herz und da ich mir noch keine Heilsalben machen kann, gehe ich ein bisschen auf die Blumen zurück. Oder eigentlich müsste ich mir schon Heilsalben machen können. Bestandteil dafür sind die Spinnen, das weiß ich noch. Aber ich kann auch einfach nur die nackten Blumen fressen, das macht nichts. So. Ach, ich kann zu allem so schwer Nein sagen. Es ist echt schlimm. Ja, ich versuche jetzt noch das dritte Mal am Stück zu... Scheiß Truthahn. Dritte Mal am Stück zu erklären, was ich eigentlich vorgehabt habe. Und zwar Aufnahmestrategie. So, jetzt. Ist nichts in der Nähe, was mich stört. Gut. Folgendermaßen. Ich nehme am Stück auf, so lange wie ich will, bis ich keinen Bock mehr habe. Und dann schneide ich das so irgendwie zusammen, weil beim letzten Mal ist der Part irgendwie ein bisschen zu groß geworden und ich kann das nicht genau steuern, wann ich da wie, was, wo, wann aufnehme. Von daher, jo, machen wir das jetzt einfach mal so und gucken, wie es läuft. Und es ist gleich wieder Nacht. Lassen wir uns mal hier nieder, würde ich sagen. Ey, baust du das? Wah, baust du das? Feuer. Ist auch geil, Feuer bauen, ne? Ups, jetzt habe ich so gefuttert. Ja, in der Nacht kann man halt zu wenig machen, von daher hacken wir ein bisschen Holz. So, wie viel Leben habe ich denn? 23 und 9 Blumen müsste... 32 ergeben. Jupp. Oh Mann, hab ich da jetzt eben auf die Fresse gekriegt im Sumpf. Das ist gar nicht gut. Aber wir haben Fisch und einen Froschschenkel gefunden. Das ist nicht schlecht. So, hier war nichts mehr. Nee. Den Froschschenkel kann man auch verheizen. Fisch habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Da warte ich mal ab, was dabei rauskommt dann am Ende. Ah ja, es geht schon wieder weiter, wunderbar. So. Kann ja nichts schaden hier, das ganze Zeug wieder mitzunehmen. Gott, hier liegen Karotten ohne Ende rum, das ist echt der Wahnsinn. Die Bäume hier sehen ein bisschen anders aus. Interessant. Laufen wir mal den Weg hier hoch. Gucken, wo wir hier oben raus... Ja! Endlich! Wir sind im Steinbinom. Und ich nehme vorzugsweise Gold mit, denn ich brauche Gold. Ich werde viel Gold brauchen. Und wenn man nicht gerade im Steinbinom rumrennt, ist Gold echt verdammt selten. So, dann den Scheiß hier mal einsammeln. Ja.
gleich mal eine neue Hacke gebaut. Was sind denn das für komische Bäume? Die kenne ich gar nicht. Okay. Interessant. Zack. Will mal gucken, wie weit es hier noch hochgeht. Oh, Elefantenspuren. Oh, ich würde so gerne mal einen Elefanten niedermachen. Denn den Rüssel des Elefanten werde ich auf jeden Fall im Winter gebrauchen können. Die Fußstapfen zeigen Richtung Norden. Ich traue dem Fisch nicht. Mal gucken. Ja, bisschen was gemacht, aber nicht wirklich. Den Froschschenkel können wir uns auch mal reinpfeifen. Hauptsache wieder ein bisschen Platz im Menü. Gold kann man immer gebrauchen, und wenn es nur für verbesserte Werkzeuge sind. Oder ist. Gold, 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 Gold. So, jetzt mal eine doofe Frage. War es das jetzt hier schon, oder kommt hier noch mehr? Ne. Das sieht so aus, als wäre es das gewesen. Nee. Gehe ich gleich wieder runter. Habe ich keine Lust auf euch. So. Ja, hier wird ja wohl irgendwo noch ein bisschen Gold rumliegen, wa? Ja, da ist noch eine Goldader. Sehr schön. Kommt zu Papa. Ach, verdammt. Ja, ihr merkt schon, die normalen Werkzeuge gehen dann doch relativ schnell zur Neige. Naja, große Ausbeute sieht anders aus. Oh, und schon einen zweiten Stack Steine, denn Steine kann man nur bis zu 40 stacken. Der Samen wird auch mal mitgenommen, aber ist hier nie. Bäh! Blöder Vogel, verzieh dich. Da ist noch Gold, wunderbar, immer her damit. Ja, sogar zwei Nuggets getroppt. Das macht doch Laune. Ja, da drüben geht es sogar auch noch ein bisschen weiter. Nochmal zwei Nuggets, Mensch. Ih, ein Tallbird. Oh, mehrere. Oh Gott, nee. Zu euch will ich eigentlich noch... Ach du Scheiße. Wo kommst du denn her? Hey, geh weg. Komisches Vieh. Ich fürchte, wenn der jetzt auf uns losgeht, macht der kurzen Prozess. Von daher, ich habe 20 Gold, ich verpiss mich. Ja, da ist sein Ei. Ja, ich lasse dich ja schon in Ruhe. Ich will dein dämliches Ei gar nicht. Mistvieh. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Du hast jetzt auf mich abgesehen, oder? Oh, Mechano-Monster. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Das ist verdammt gut zu wissen, dass die hier rumlungern. Mensch, Leute. Von denen kriegen wir Gears. Auf jeden Fall gut gebrauchen die Gears. Denn ich brauche Gears für einen Kühlschrank. Ja, so doof es klingt, aber es ist wirklich so. So, oh, es wird gleich wieder Nacht. Wo ist denn mein Lager überhaupt? Habe ich mich verlaufen? Ach, da unten, stimmt. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt am schnellsten hin? Am besten mit einer Straße. Ja, hier ist eine. Das Menü ist auch wieder recht voll. Schnell, 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 Wilson, beeil dich. Wie laufe ich denn jetzt am geschicktesten hier? So. Boah. Ah ja, so günstig finde ich meine Position jetzt dann eigentlich doch nicht. Naja gut, vielleicht siedle ich später auch nochmal um. Mal schauen.
Das kann man am Anfang nie so wissen, wenn man sich irgendwo niederlässt, ob das jetzt schon der ideale Platz ist oder nicht. Oder wisst ihr was, Freunde? Hier ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Gegend, weil hier sind die Büffel, hier sind Sümpfe mit... Irgendwo war doch hier auch das Loch. Da ist das Loch, genau. Gut, hier unten sind die... Boah, hier ist natürlich ein riesen normales Binom. Ja gut, zu den Spinnen müsste ich relativ weit laufen, ne? Das ist...